Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Waller. Heute geht es darum, wie man Aale an der Haarmontage angelt. Bleibt dran! Beim Aalangeln ist es generell so, lebender Aal ist natürlich nur da erlaubt, wo auch der Köderfisch erlaubt ist, der lebende Köderfisch. Wir sind hier in Italien, bei uns ist der Aal nach wie vor als Köderfisch erlaubt. Der Aal als Köderfisch ist schwer zu handeln, gell, weil er einfach so agil ist, jeder schleimig wie ein Aal, kennt jeder, gell, das Sprichwort. Aal generell nur am Monovorfach fischen, also ich mache das so, Monovorfach ist einfach steifer, die Verhudlungsgefahr ist geringer. Zum Beispiel gerade in Seen oder bei stillen Bereichen angel ich die Aal ganz gern mit der Haarmontage im Genick eingehängt. Und wie das funktioniert, weil es ist echt sehr, sehr fängig, gerade in Seen ist das ein sehr geiler Köder. Und sehr cool einsetzbar. Zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Achtung, Werbung. Um den Aal effektiv am Haar fischen zu können, bediene ich mich gern so einem kleinen Ersatzteil, so einem Twistlock mit einem Wirbel dran. Und dann ist das später umgebaute ganz geiles Teil für unsere Montage. Zeige ich euch, wie ich das mache. Und zwar mache ich jetzt bei dem Twistlock hier diesen Haken, den schneide ich einfach ab, zack, damit das Ganze gerade ist und ich das einfach so aufschieben kann und wieder zuschieben kann, ohne dass ich diese Kurve habe einfach. Gell? An dem Teil wird später der Aal im Knick eingehängt. Ups. Das Aalvorfach mache ich generell aus Mono, mache ich aber gar nicht so lange, weil ich die Aal gerne oberflächennah präsentiere. Gerade im See, wenn die im Knick hakt ist, hat die eine super gute Bewegung, eine Schwimmbewegung. Deswegen mache ich das gar nicht so lange, das Vorfach. Weil ich werde das später in die Hecke einbinden, zeige ich euch, wie ich das mache. Jetzt nehme ich hier einfach so eine Quetschhülse von uns, gell? Weil es mit Mono ist das halt richtig cool zu machen. Dann nehme ich hier dieses modifizierte Teil, also diesen Wirbel und den Snap. Gehe da einmal durch, zack, und quetsche jetzt einfach mal den Snap mit dem Vorfach zusammen. So, da brauche ich jetzt auch kein Auge zu machen oder irgendwas, weil hier ist ja keine Anbeißmöglichkeit für den Fisch. Also ich kriege später hier niemals Zug drauf. Deswegen genügt es, wenn ich das da ganz einfach ohne Auge oder ohne Verstärkung oder irgendwas verwende. Da oben drüber binde ich jetzt direkt meinen Haken. So, da können wir ein schönes Twi KL nehmen. Fädel mal hoch. So, und jetzt binde ich das Ganze, den Wirbel, so nah wie möglich an der Hake dran. So, diese Entfernung ungefähr. Zack, ein paar No-Knot-Wicklungen. Wieder durch. Zack, ein bisschen Spannung, ein bisschen Schlauch noch drüber. So, jetzt kommt, da kriegt man sogar über die Quetschhülse mit drüber. Optimal. So sieht das Ganze später aus. Weil es kommt von unten, saugt den Aal ein, nimmt den Einzelhaken mit rein, hängt. So, um den Aal jetzt einzuhängen, öffne ich ganz einfach diesen Snap. Dann habe ich hier ein schönes spitzes Eisen, das habe ich vorhin schon schräg abgepetzt. Dann kann ich dem Aal wirklich mit dieser Seite sauber durchs Knick stechen, schließt den Snap. Der Aal würde dann quasi jetzt hier unten dranhängen. Wer von euch seinen Tackle gerne online bestellt, der kann das natürlich machen. Gerne bei uns im ZEG Fishing Online Shop. Wenn ihr oben im Warenkorb im Aktionscode den Codenamen Eule eingebt und dann bekommt ihr auf eure Bestellung von der Firma ZEG Fishing noch ein geiles Gadget oben mit drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst da bitte ein Like da, abonniert den Kanal Mr. Waller und seid immer live dabei bei dem, was als nächstes passiert. Ciao, Jungs.